Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu God of War 3 Remastered auf der PlayStation 5. Ja, Moment, ich muss ein bisschen leiser gehen hier noch mit dem Tönchen des Spiels. Es gab ein bisschen laut hier, so. Besser. Jo, was haben wir gemacht das letzte Mal? Haben wir, jo, ein bisschen Spaß gehabt, würde ich sagen, jo. Ihr wisst Bescheid, ne? Da haben wir jetzt einen Weg freigeschaltet mit unseren neuen Hermes-Fähigkeiten. Also, wenn es uns ein bisschen pressiert, können wir jederzeit Druck ablassen, würde ich beinahe fast schon sagen. Okay, gut. Na, okay. Bin kein Schweinerl mehr. Bin brav. Und kümmere mich jetzt um das Spiel. Was müssen wir machen? Wir müssen da jetzt rüber. Da ist jetzt nämlich dieses riesige Tor aufgegangen und da geht es jetzt in den Tartarus, in die tiefsten Tiefen der Unterwelt, des Hades, und da soll man dann weiterkommen. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir haben hier eine offene Kiste. Das ist sehr interessant. Warum haben wir da eine offene Kiste? Also ich bin so dämlich, das war ja noch vor dem Tor, oder? Da war ja das Tor dann, ne? Die ist da schon gestanden. Die haben wir noch geöffnet, das letzte Mal. Da war erst das Tor. Okay, alles klar. Gut. Dann schauen wir mal, was uns da erwarten tut. Ja, ein bisschen Gesundheit können wir immer brauchen, in dem Fall. Was steht da? Ich schaue gleich nach. Allerdings, da geht es dann eh schon weiter. Dann können wir da eher mal in Ruhe schauen. Suche nach Erlösung. Hades Seelen sind endlich frei, denn ihr Herr und Meister ist tot. Trotzdem wandern sie ziellos umher, ohne Hoffnung auf Erlösung. Ja, also die, was hier umschwirren, die werden ja bis in alle Ewigkeit hier verdammt sein. Und da sehe ich gerade, schaut das cool aus da. Auf dieser Felsformation, dieses etwas hier, das hier wie so festklebt irgendwie und sich gar nicht bewegen kann. Das sieht irgendwie arg aus, gell? Ja, und eines ist mir noch aufgefallen, als ich die Videos immer nachher noch einmal an, ob eh alles in Ordnung ist. Und das erste kann es nicht gewesen sein, denn da habe ich die Erklärung, die Vorstellung gemacht, die Vorgeschichte vom ersten und zweiten Teil, den Übergang eben zum dritten Teil und beim, ich glaube, es war im zweiten Teil, wie wir dann in die ewige Kammer von Ares gekommen sind. Und da, das ist mir jetzt selber erst aufgefallen, unter dem Eis lag lag Ares versteckt. Also schaut sich das Video noch einmal an, man sieht es dann wirklich gut, man muss zweimal schauen, ja. Der war unter dem Eis begraben, da lag Ares Körper. Also ganz coole Sache. Also in der Grabkammer von Ares. Ich glaube, es war der zweite Part. Also, wenn ihr wollt und das auch nicht gesehen habt, so wie ich, dann schaut euch das noch einmal an. Gut, nur so viel dazu. Dann geht es jetzt hier wirklich weiter. In diese Richtung, glaube ich. Gibt eh nur die eine Möglichkeit. Und wir schauen mal. Ich habe jetzt wieder einen Tag nicht gespielt. Ich muss mal schauen. Es war, glaube ich, so war das mit den ganzen... das war der Schädel. Das war der Lauf, genau. Und dann war noch... Ja, das war der Bogen. Alles klar. Gut, ja. Muss mir erst wieder ein bisschen... Genau, und hier schalte ich dann um zwischen den... Genau, die Fäuste, die haben wir das letzte Mal bekommen. Und ich habe schon wieder 8129 Orbs. Ich muss mal ganz kurz schauen. Sorry, aber das ist jetzt wichtig für mich. Da sind wir auf Maximum. Was haben wir denn vor, das als nächstes in die Höhe zu pushen? Den Bogen des Apollo haben wir dann gesagt, nein, oder? Genau, wir haben die Hadesklauen gesagt, obwohl ich ja mit der eigentlich eh gar nicht so viel spiele. Dann wäre es eigentlich ja gar nicht so schlecht hier. Auch diese Arme hier, also Arme, diese Fäuste, ein bisschen auch nach oben zu pushen. Erhöhter Schaden wäre auch cool, ne? Ach, wisst ihr was? Ich werde das ein bisschen mitziehen da. Dann haben wir die zumindest auch schon mal auf Stufe 2. Und dann, 5000 haben wir. Oh, ja, haben wir noch. Das wird sich sogar noch ausgehen. Die sind 5000 und. Moment, ich schau kurz.
Na, im Bogen lasse ich mal dabei. Das geht sich sowieso nicht aus, weil da bräuchte ich 6.000. Helioskopf brauche ich nicht, wirklich. Und Hermesstiefel auch nicht. Nein, ich werde mal hier noch einmal, das geht sich aus mit den 5.000. Dann haben wir noch eine Stufe. Das ist gut, das ist gut. Okay. Na, dann ist das ist gut investiert. Dann haut das schon hin. Da wollte ich noch ganz kurz schauen, weil da haben wir auch schon einiges gefunden. Natürlich die Gorgonenaugen, Phönixfedern und Minotaurenhörner, die wir ständig weiter hochtreiben, dann indem wir Kisten finden. Ist mir schon klar, aber dann haben wir ja einiges schon gefunden. Das goldene Vlies, diese legendäre Rüstung, wirft gegnerische Angriffe geschossenen Strahlen zurück. Ja, das ist eh klar. Ikarusflügel, das sind die Standardsachen, die ich ständig habe. Die Klinge des Olymps, ja, lässt die Gegner den Zorn der Klingen spüren, die den großen Krieg beendet hat. Poseidons Dreizack, dieses Symbol von Poseidons Macht ermöglicht es, unter Wasser zu atmen. Das können wir auch mittlerweile. Zeus Adler, das habe ich gefunden. Genau, das sind jetzt diese Sachen, diese Special Items, die ich gefunden habe. Bewältigen Sie diesen Schwierigkeitsgrad, um den Gegenstand verwenden zu können. Wissen wir aber nicht, für was das dann gut ist. Da haben wir drei noch nicht. Und dann haben wir Herkules Schulterpanzer. Verringert den erlittenen Schaden um ein Drittel. Oh, das ist ja ganz toll auch. Aber muss man auch erst diesen Schwierigkeitsgrad bewältigen, um es freizuschalten, also verwenden zu können. Bei Poseidons Muschelhorn, das haben wir auch gefunden, bei der einen Dusse, da drinnen, wo die Polster waren, wo ich gedacht habe, da kann man mal. Verleiht unendlich viel Magie. Okay, geht einem da die Magie dann nie aus? Das wäre was, ne? Auch hier bewältigen sie den Schwierigkeitsgrad. Okay, da haben wir zwei, okay, mehr als zwei, nicht? Okay, und dann, das war eh schon alles. Okay, na gut. Also fehlt uns doch noch einiges. Passt, das wollte ich nämlich nur kurz schauen. Und da ist schon die nächste goldene Kiste, die uns wieder irgendein. Ja, das ist der zweite Phönixfeder. Noch eine und die Magieleiste wird wieder erweitert. Jo, das gefällt, das gefällt. Wir sind ja, wie gesagt, in den tiefsten Tiefen des Hades im Tartaros. Der Tartaros selbst ist ein Gebiet eigentlich, das wird nur so bezeichnet. Für alle, die es nicht wissen. Das Styx ist der Fluss in der Unterwelt, ja. Und der Hades ist jetzt eigentlich sagt man jetzt eigentlich nicht nur zum Hades selbst, ja, zum Gott der Unterwelt, sondern auch der Hades ist die komplette Unterwelt, ja. Da sagt man oft auch Hades dazu. Jo. Da ist auch gleich wieder was jetzt. Okay, Minotaurus. Ah, Minotaurus, ein Centaurus, sorry. Und er hat Helferlein auch noch dabei. Na gut. Na dann. Werden wir die mal zuerst. Kann man eigentlich hier wieder ein bisschen Magie einsetzen? Ah, ich glaube, ich habe noch. Ich habe zu wenig. Jetzt ist fast wieder ein bisschen zu leise. Ich habe gerade zu leise gemacht, ja. Entzweit. Trophäe erhalten. Aber vielleicht, weil ich, was ich, eine gewisse Anzahl an Gegnern entzweit habe. Ja, machen wir mal unseren coolen Lauf. Na, das ist auch eine coole Sache, ne? Ja, leider Gottes habe ich zu wenig Magie, dass ich hier meine Phalanx oder ähnliches machen könnte. Wow. Ah, es ist schon. Ja, es ist schon cool hier, ne? Da macht es Zuschauen auch Spaß, ja. Also solltet ihr irgendwann aber ein bisschen frustriert sein oder was, seid in Real Life lieber nett und ja, spielt Gott davor, denn da könnt ihr auch viel Frust abbauen. Okay, gut. Ja, dann holen wir uns Orbs. Ich bräuchte ein bisschen Magie wieder. Weil es ist hier so heiß boah. In Real Life. Boah, es ist Wahnsinn hier. Wir haben, glaube ich, heute 32 Grad draußen gehabt und morgen 35. Also es kühlt nicht einmal ein bisschen ab in der Nacht. Wir haben jetzt zwar erst 10 Uhr abends, aber es ist eine Katastrophe hier. Ich rinne so richtig ab. Das ist schlimm. Hey, wie cool das auch ausschaut hier mit diesem kleinen Wasserfall hier. Das Wasser. Das glitzernde, funkelnde Wasser. Ach, wie schön. Okay, wo muss ich hin? Wo
wo muss ich hin? Ah, okay, so wie es aussieht. Ganz komisch war das jetzt. Ja, jetzt haben wir die Gelegenheit. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Na, dann lade dich mal auf, schön. Jawohl. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, dass wir die Leisten komplett voll bekommen. Ich glaube, es sind noch zwei komplette, also zweimal drei Gorgonenaugen finden. Ich glaube, zweimal drei, also sechs Stück sollten wir noch finden müssen. Ich glaube, dann ist die Gesundheitsleiste mal voll. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Oh Gott. Tore von Tisiphone. Also jetzt stehe ich gerade an. Tisiphone? Wer ist Tisiphone? Wow. Eine Chimäre. Eine Chimäre haben wir da wieder. Jetzt können wir aber allerdings. Und ich könnte sogar mir diese. Ah, das wollte ich nicht. Falsche. Da wollte ich. Ah, ich bin so dumm, ne? Na komm. Die Chimäre weiß genau, was ich vorhab. Ah, so wollte ich, genau. Das war gut, ne? So, dann gleich die nächste. Hat sich das. Oh, was? Noch eine? Seid ihr des Wahnsinns? Zwei Chimären? Allerdings. Ihr seht meine Skills, also. Unvorstellbar, ne? Ja, jetzt hat sie mich mal. Jetzt hat sie mich mal. Okay. Ah, dieser Phalanx-Zauber, der hat schon was. Ah, jetzt haben ihn das Horn ausgerissen. Ah, ui-au. Das tut sogar beim Zuschauen weh. Und der nächste. Ah, Schwanz ab. I-au. Oh, oh, das tut noch mehr weh beim Zuschauen. Ja, wenn man ein Mann ist. Zumindest. Ja, ha. So, komm, stirb. Ab mit dem Horn. Ah, okay, er lebt noch. Okay, dann machen wir es so. Okay, jetzt war er schneller. Ja, der will es wissen jetzt. Der will es wissen. Ah. Ich schwitze gerade so, dass mir das Wasser in die Augen rinnt, ne? Na komm jetzt, aber jetzt, komm. Noch einmal. Einmal. Und ja, jetzt reiß ihm das Horn aus. Und ja. Wow, das ist brutalo. Brutalo, brutalo. So, wir haben 13 Minuten, ein bisschen geht's noch. So, jetzt könnten wir uns eigentlich. Na, ich lade mich lieber mal gesundheitstechnisch auf. Machen wir es so. Jo, dann. Ist hier noch was? Das können wir den auch zerstören. Der steht mir da nur im Weg um. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Was haben wir da eigentlich? Die leuchtet so komisch golden, hä? Ah, das wird aber. Ah, das ist eine Mischung aus allem. Waren halt sehr viele Orbs dabei, glaube ich. So, was ist da jetzt? Kann man da jetzt? Ja, man kann. Man kann. Was mache ich da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich muss da nach oben, oder? Oh Gott, das habe ich ja wieder super gerne. Bitte sag nur, dass es nicht auf Zeit geht. Bitte sag's nur. So, was ist da? Eh nix. Ich habe es eh schon gesehen da. Jetzt habe ich schon gesehen, keine Sorge. Da aber sonst eh nix. Dann machen wir das da auch. Machen wir das da auch. Okay. Gut, was machen wir jetzt mit diesen? Aha, okay, schiebe ich da jetzt rein und muss ich das da auch machen wahrscheinlich, ne? Schieb's da mal rein. Ich hoffe, dass ich jetzt, dass das bleibt. Wir schauen einfach mal.
Wir schauen sich das einmal an. Da jetzt komme ich nicht. Das ist doch wieder. Ah, nein, nicht mehr, nicht so. Nein, nein, ich will das nicht. Ach, dort. Der Harpienflug, ich hasse es so sehr. Komm. Ach Gott, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass das nichts wird. Ach Gott, ich habe gedacht, das wird, das brauche ich nie wieder mit dem. Ich dachte, ich muss nie wieder. Ja, komm rauf, spring. Ich hasse es. Ich schaff's nie. Ich schaff's einfach nicht mit diesem HP im Flug. Nein, nicht, du sollst ihn nicht so töten. So, jetzt bitte. Kommst du da? Ja, okay, ich bin da mal oben. So. Hallo, du sollst dich fest... Hallo? Kannst du... Na, nein! Wieso hat sie dich nicht festgehalten? Ich dachte mit R1 hält er sich... Hä? Oder muss ich davor... Wahrscheinlich muss ich davor rüber, ne? Nein! Also das ist wirklich katastrophal für mich. Das ist... Da schaue ich aus wie der erste Mensch immer beim Spielen. So, komm. Geht's. Ja, okay. So. So, komm. Hallo, halt dich fest. Muss ich da zuerst drüber wahrscheinlich, ne? Ja, so wird's gehen. So, und jetzt? Na, nicht wieder. Ich muss noch einmal mit der... Na. Ich hasse es so viel. Ja. Na. Nein. Das ist katastrophal für mich. Gott, ich bin so froh, wenn ich das habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich muss da noch einmal rüber, ne? Nein, du sollst nicht. Komm, nein, nicht. Na, oder? Es ist katastrophal. Ja, jetzt falle ich ganz runter, ne? Und ich hab's gewusst. Das wird der Horror. 18 Minuten. Schaffen wir das noch? In diesem Bad. Ich verdrück mich immer, ne? So, jetzt komm. Bitte, das, so schwer ist ja das eh nicht, oder? Es ist wieder im falschen Moment, ne? Aber wo habe ich da hin müssen vorher? Wo musste ich da vorher hin? Na wart. Nein. Jo. Komm ich da? Ah. War ich da vorher? Hä? Konnte ich da? Jetzt geht das wieder. Bin ich überhaupt richtig da? So, jetzt. Okay, jetzt komme ich darauf. Und kann ich jetzt. Ach, bitte sag's. Boah. Hab ich's geschafft. Was macht er denn? Ja, es passt eh wahrscheinlich. Gott sei Dank. Boah, 20 Minuten haben wir. Das wäre dann ein guter Zeitpunkt.
Ja, war richtig. War richtig. Ich hoffe, da war oben keine Kiste mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen. Und ein Speicherpunkt, das ist gut. Sesam, öffne dich, Trophäe erhalten. Okay, gut, na, das war es auch wirklich wert, dass man da eine Trophäe dafür bekommt. Okidoki, ich hab da. Ja, passt, ich mir das kurz so durchgeben. So, passt, dann passt das. Okay, meine Lieben, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ah, wir haben das endlich erledigt, weil ich hasse das mit diesen Harpien da. Boah. Beim nächsten Mal geht es dann hier munter weiter im Tartarus und dann, jo, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt God of War Remastered auf der PlayStation 5. Ciao, bis zum nächsten Mal.